Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Hier erstmal das Elementar wieder töten. Ja. Ja, einverstanden. Wie sieht es eigentlich so aus? Ist immer noch keiner am Level Up. Die beiden sind am nächsten dran. Dann kommen er nicht, aber die drei. Vielleicht kriegen wir ja noch ein Level Up hin, bevor wir zum Ende kommen. Woran hast du gedacht? Ich werde tun, was ich kann. Ist etwas nicht in Ordnung? Ich finde es interessant, dass die drei. Ich muss mir den Zauber mal kurz durchlesen. Dieser Zauber haucht Verbündeten des Priesters deinen göttlichen Wahnsinn ein und verbessert dann ihre kämpferischen Fähigkeiten. Alle Verbündeten des Priesters, die sich im Wirkungsbereich aufhalten, erhalten besonders auf ihre Angriffs- und Rettungswürfe sowie einen Bonus von plus von 1 bis 8 Trefferpunkte für die Wirkungsweise dieses Zaubers. Diese Trefferpunkte können die maximale Anzahl des Ziels überschreiten. Alle Wesen derselben Gesinnung erhalten einen zusätzlichen Angriff pro Runde sowie plus 2 auf ihre Angriffsschadens- und Rettungswürfe. Also, rechtschaffen neutral. Wahrscheinlich, weil die neutral sind. Er ist gut, sie ist gut und er ist gut. Na gut. Ich kapiere dann trotzdem nicht, warum die Hass nicht auf die drei funktioniert. Kann ich helfen? Sag was vorwärts! Du Mama hat drauf liegen auf sie. Wie lautet deine Aufgabe? Da wurde sie unterbrochen, das ist nicht so gut. Dein Befehl? Einverstanden. Mögen die Götter mich schützen! Ja, wenn wir genau hingucken, haben wir wohl das Originalskelett von unserer toten Drache gefunden. Entweder von ihr oder von jemandem, von einem anderen Drachen. Identifiziert werden. Bastardschwert gegen Gestaltwandler. Schutzumhang plus 2.
den kann niemand tragen eigentlich. Ogerkrafthandschuhe. Sie besitzt halt diesen ETV, diese ETW-Bonus-Handschuhe, aber das gibt. Das macht. Die Ogerkrafthandschuhe sind besser. Das Ding macht zwei Rüstungsklasse, also warte halt. Handschuhe der Waffen. Und was trägst du noch? Handschuhe der Waffenfertigkeit, Waffenkunst sind da besser. So, Mithral Feldharnisch. Trägst du bereits einen? Macht dich schlechter. Macht dich gleich gut, wiegt allerdings mehr und du kannst ihn gar nicht tragen. Genau. Kann also verkauft werden. Und das ist ein Langschild plus 1. Das kann auch verkauft werden. Ja, vorwärts. Also auf jeden Fall liegt hier eine riesige tote Drachenleiche rum. Oh. Tag. Knochenwachen-Skelette. Mein Name ist Xatikl, ich bin Priesterin Sekulas, die Hüterin des Feldes der Knochen. Was kann ich für euch tun? Könnt ihr mich heilen? Wie kann ich uns tatsächlich bei ihr heilen lassen? Interessant. Sag, was du von mir in Ordnung. Ich darf mal raten, wenn wir diesen versuchen wollen, sie zu beklauen. Sind sie nicht mal pisst auf uns? Okay. Was ist das für eine Rüstung? Rüstung des Trauernden. Besonderheit, wenn die Rüstung einmal angelegt ist, kann sie ohne einen Fluch brechen nicht mehr abgelegt werden. Während der Träger die Rüstung anhat, hat er keinen Überblick über seine eigenen aktuellen Trefferpunkte. Er erhält aber auch eine Reihe von Bonuspunkten. Er bekommt 25 Trefferpunkte, hat eine Resistenz von 75 gegen Geschosswaffen und ist immun gegen Schmerz. Diese Rüstung kann von Dieben getragen werden. Ihre Diebesfähigkeiten lassen jedoch um 25% nach. Solange sie die Rüstung tragen. Nee, die will, glaube ich, keiner anlegen. Wie kann ich helfen? Vorwärts! Ihr seid zurück, wie kann ich euch dienen? Ich suche den Drachen Ikazarach. Wisst ihr, wo ich sie finden kann? Sie ruht hinter der Tür am Ende des Tempels. Ich muss euch bitten, sie nicht zu verfolgen, Landbewohner. Lasst diesen Ort seinen Frieden. Warum schützt ihr sie? Ich schütze nicht Ikazarach, sondern mein früheres Volk. Sie haben ihr seit Jahrhunderten gedient und kennen nichts anderes. Sie würden eher sterben, als euch Zutritt zu ihr zu gewähren. Euer früheres Volk? Meine Stellung als Wächterin des Feldes der Knochen verschafft mir Ehre und Einsamkeit. Der Kontakt zu Lebenden ist mir untersagt, bis es an der Zeit ist, ins nächste Leben überzugehen. Ich habe fast mein gesamtes Leben unter den Toten verbracht. Ich fürchte, ich habe alle Bindungen zu meinem Volk verloren. Ja, ich muss mich auf den Weg machen. Die anderen Gesprächsoptionen sind jetzt leider nicht mehr verfügbar. Speichern wir mal hier und rasten. Gut, es passiert nichts Böses. Wir können weiter. Na, du siehst ja mal hübsch aus. Ja. Einverstanden. Okay, wir wurden jetzt gerade alle verflucht. Wie kann ich es soll geschehen? Ist die Frage,
Befehl? Ja, im Moment kann ich gespeichert werden, weil im Nebenraum... Okay, die Flüche klingen von selber ab. Das ist gut. Bereit zu neuen Taten? Ja. Hast du nicht den Bereich mit Luft? Genau. Dankeschön. Ich höre. Ist das alles? So, wir sind jetzt im Sahagin-Heiligtum. Okay, hier müssen wir definitiv aufpassen, denn hier sind eher Fallen als alles andere. Und ja, wenn man festhängt, dann... In Ordnung. Ist natürlich auch nicht gut, gehauen zu werden. Sahagin. Wie kann ich gewiss? Nicht durch den Mittelgang. Ja? Sicher. Da hatten wir jetzt gerade noch mal so Glück. Wie? Ich werde tun, was ich kann. Wie sieht eigentlich die Munition so aus? Sie hat noch genug. Oh, er hat langsam nichts mehr. So. Also ja, Kugeln plus 2 haben wir 6 Decks und 5 noch dazu. Und Bolzen haben wir auch noch recht genug. So. Wir mal übrigens angucken, was die Sahagin so an Bolzen mit sich rumschleppen. Ich dachte mir fast schon, dass wenn es sein hier muss. Auch wieder. Okay, hier sind auch noch solche Bolzen drin. Okay. Ja, dachte ich mir, dass... Sag, was es soll geschehen. Was ist los? Wenn es sein muss. Alle Türen und so.
wie wir erleben.